Die Frage lautet, welche Schicht der Atmosphäre enthält fast den gesamten Wasserdampf? Die Schicht der Atmosphäre, die fast den gesamten Wasserdampf enthält, ist die Troposphäre. Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre und reicht in der Regel bis etwa 10 bis 15 Kilometer über der Erdoberfläche. Sie enthält die meisten Luftmoleküle und ist der Ort, an dem sich das Wettergeschehen abspielt. Der Wasserdampf in der Atmosphäre entsteht durch Verdunstung von Wasser aus den Ozeanen, Seen, Flüssen und der Erdoberfläche. In der Troposphäre kann der Wasserdampf kondensieren und Wolken bilden, die dann Niederschlag in Form von Regen, Schnee oder Hagel erzeugen. Da die Troposphäre am nächsten zur Erdoberfläche liegt, ist sie auch am stärksten von den Prozessen der Verdunstung und Kondensation betroffen. Dadurch sammelt sich der Großteil des Wasserdampfs in dieser Schicht an. Je höher man in der Atmosphäre steigt, desto kälter wird es normalerweise, und der Wasserdampfgehalt nimmt ab. Es ist wichtig zu beachten, dass die Konzentration des Wasserdampfs in der Troposphäre nicht konstant ist. Sie variiert je nach geografischer Lage, Jahreszeit und Wetterbedingungen. In einigen Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise in den Tropen, kann die Troposphäre eine beträchtliche Menge an Wasserdampf enthalten, während in ariden oder polaren Regionen der Wasserdampfgehalt deutlich geringer ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Troposphäre die Schicht der Atmosphäre ist, die fast den gesamten Wasserdampf enthält. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Wetterphänomenen und dem globalen Wasserkreislauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Einträge aus dem Luftfahrtlexikon finden Sie auf www.fluglehrerteam.de. Besuchen Sie Europas größte Online-Flugschule für die Online-Theorieausbildung von Piloten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.